den Ratgebern, wie wehrt man sich als Frau, um solchen Situationen zu entkommen? Der Ratschlag, wenn eine nackte Frau an der Wand hängt, hängt auch einfach einen nackten Mann daneben im Büro, reicht nicht, ne? Nee, funktioniert leider nicht. Also was heißt leider? Die Geschlechterforschung beschäftigt sich eben auch zunehmend mit Männern, ja, oder mit dem Verhältnis der Geschlechter untereinander. Also es geht jetzt hier nicht nur um Frauen, ja, oder um alle Schwarze. Dieser Kalender funktioniert eben nicht aufgrund des sozialen Kontextes, ne? Also Frauen sind einfach ökonomisch schlechter gestellt als Männer hier in Deutschland, ja. Sie haben andere Aufstiegschancen als Männer, sie verdienen weniger etc. Sie kennen das ja alles und deshalb ist irgendwie dieser, es kann sozusagen ein semiotischer Guerillakrieg sein, wenn ich da einen nackten Mann hinhänge, ja, aber wirklich verändern tut es dann nichts, ne? Was war denn mit der? Ich glaube, die Machtverhältnisse spielen einfach eine Rolle. Es ist ja so ähnlich, wie wenn man sagt, dann beleidige doch mal die Weiße. Richtig. Ich meine, ich kann sie tausendmal beleidigen, aber ich meine, aber die strukturelle Gewalt ist einfach eine andere. Ich meine, das, was erstaunlich ist, ist doch immer wieder, warum gerade Frauen oder auch Leute, die sich wehren, so einen Aufschrei einfach aufrufen, als das, was sie gesagt haben. Also warum wird es nicht einfach in Feuilletons einfach eine Debatte geführt, also nicht Verbot oder Zensur, aber warum wird es da nicht eine sehr kontroverse Debatte über bestimmte Programme zum Beispiel, die genau diese Machtverhältnisse in der im Geschlechter perpetuieren. Also die ist nochmal darüber wird wenig debattiert, also kontrovers debattiert, aber wenn jemand sich dagegen wehrt, dann geht ein Aufschrei los. So. Das ist doch mal ein Phänomen einfach, was mich immer wieder dann auch erstaunt. Diesen Aufschrei hatten wir ja jetzt. Wie beurteilen Sie das, dass wenn der jetzt ausklingt, hat man sich einen Bären- oder Bärinnendienst erworben, weil man einmal das Ventil öffnen konnte, es kommt raus und viele haben das Gefühl, das Thema hatten wir schon, das können wir jetzt ad acta legen. Wissen Sie, was passiert ist? Es sind tatsächlich mehr Anzeigen eingegangen. Und deshalb denke ich, es hat ein Bewusstsein dafür geschaffen und es hat vielleicht auch Frauen bestärkt, sich zu wehren. Mhm. Ja? Deshalb denke ich, die Debatte hat sich schon gelohnt. Ansonsten, für mich persönlich war es ärgerlich, weil ich eben auch in diese, ich habe E-Mails bekommen, meine Äußerungen sind so kommentiert worden mit dieser Hate Speech, wie Judith Butler tatsächlich sagen würde, da merkt man einfach, dass man sich in bestimmten Kontexten bewegt und dass der Antifeminismus tatsächlich sehr stark ist. Wobei der deutsche Diskurs über Political Correctness sehr stark an Antifeminismus angegliedert ist. Ne? Es gibt mehrere Diskursanalysen darüber. Aber meinen Sie denn, dass wir in einem Land leben, wo Frauen ganz besonders unterdrückt werden? Ich glaube, es gibt Länder, wo Frauen ganz besonders mehr unterdrückt werden als natürlich Deutschland. Aber als Sozialwissenschaftlerin oder als Soziologin kann ich Ihnen das gar nicht anders sagen, als dass es natürlich in der Sozialstruktur sich genauso abbildet. Geschlecht ist noch immer ein Platzanweiser. Das bedeutet aber nicht, dass Geschlecht alleine wirksam ist, sondern es kommt immer darauf an, was habe ich für einen sozialen Hintergrund, was habe ich für Bildungschancen, wie ist meine körperliche Verfassung, wie ist mein Alter. Also wir haben einfach ganz viele Differenzen, die ein Subjekt sozusagen ausmachen. Das katholische Arbeitermädchen vom Lande, so wie ich es war, hatte wenig Bildungschancen. Ja? Das ist jetzt anders. Jetzt ist es eher der Junge, verzeihen Sie mir, mit türkischem Migrationshintergrund, ja, der eben als Bildungsverlierer gilt. Und das ist auch so tatsächlich ablesbar. Also Geschlecht nicht alleine, aber natürlich in einer objektiven Hinsicht. Klar. Und was mich an dieser Debatte besonders gestört hat, war der Anlass, also diese Brüderle-Szene mit der Sternreporterin, weil ich habe nicht verstanden, wo da die Machtstruktur ist. Ich kann Ihnen das erklären, Herr Mirsch. Politiker müssen Angst vor Journalisten haben, aber nicht umgekehrt. Also ich verstehe das, dass man sich nicht irgendwie von seinem Chef oder einem Vorgesetzten irgendwie mit einem blöden sexistischen Spruch hier beleidigen lassen will. Und da hat man alles Recht dieser Welt dagegen anzukämpfen. Aber diese Situation, ja, wo ein älterer, angetrunkener Herr, sagen wir mal, einen leicht antiquierten, dummen Spruch macht gegenüber einer Journalistin, wo ist da das Machtverhältnis? Wie rum sind da die Machtverhältnisse? Ja, das Machtverhältnis beginnt da, wo die Journalistin sagt, Herr Brüderle, ich möchte nicht, dass Sie mich in dieser Form adressieren. Können wir das irgendwie sagen? Können Sie bitte nicht meinen Busen kommentieren? So, er macht weiter. Dann haben wir ganz klar ein Machtverhältnis natürlich. Ne? Also sie ist Journalistin, ja, er ist Politiker, er ist natürlich sehr viel älter, sehr viel erfahrener und verweist sie somit immer wieder zurück auf ihre Sexualität und auf ihr Geschlecht. Und das ist diskriminierend in der Form, dass ich sozusagen über mein Geschlecht definiert werde und nicht länger über meine Profession. Das diskriminiert aber auch ein bisschen das Alter von Herrn Brüderle. Ja, eventuell. Ja. Sie haben gerade natürlich absolut recht. Ja. Ja. Mundschuh, bei Ihnen ist es so, dass man nicht einfach sagen kann, der macht den Witz und den beurteilen wir jetzt mal. Sie haben es schon gerade kurz anklingen lassen. Sie haben ein Programm und da kriegen eigentlich in 2 Stunden alle ihr Fett weg. Und das kann ich jetzt nicht so schnell zusammenfassen. Deswegen gucken wir uns das mal in Kurzform eben an. Ist
das deutsche Volk entschlossen, wenn der Führer es einmal in der Notzeit befehlen sollte, 10, 12, wenn nötig 14 und 16 Stunden täglich zu arbeiten und das Letzte für den Sieg herzugeben. In Wahrheit wollt ihr den totalen Krieg? Serdar Somuncu, ein Multitalent, Schauspieler, Sänger, Kabarettist, genannt der Hassprediger, dessen Auftritte schon verstören können. Ich reise in einer Entourage von 13 Thai-Nutten, die ich allesamt nicht anrühre, weil sie mir zu alt sind. Ich mach's erst ab 12. Abwärts. Seitdem ich zum katholischen Glauben konvertiere. Hate Night heißt sein Programm im Netz, in dem Somuncu über alltägliche Ärgernisse so richtig ablästert. Alkohol, das Einzige, was man im Flugzeug trinken will, muss man bezahlen und dann auf billig machen. Ja, 1 Euro kostet das Ticket, aber 80.000 Euro Kerosinsteuer, 20.000 Euro Servicegebühr, 30.000 Euro Pimmelgebühr und dann auch noch jeden Kaffee zahlen! Bekannt wurde er mit seinen kabarettistischen Lesungen aus Adolf Hitlers Hetzschrift Mein Kampf. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen. Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein. Diese scheiß Füchse. Der seiner inneren Gesinnung nach etwa humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte. Gott, das ist unauffällig. Ne, der ist auch so, finde ich auch so dezent. Aber er kann auch weich und sympathisch sein, wenn er will. Ich hole meiner zukünftigen Frau ein Geschenk. Nur meistens will er nicht. Man muss ja einen Feind haben. Vorher lässt man sich mit dem Taxi von irgendwelchen Kanaken durch die Stadt transportieren. Ja? Kauft beim Türken sein Gemüse, schlägt sein italienisches Eis, ja? Aber nachher, wenn es einem nicht mehr passt, raus, 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 dann besinnt man sich auf sein originäres Deutschsein. Dabei gibt es kein originäres Deutschsein. Deutsch ist eine Sprache, keine Herkunft. Das Gnadenlose bei Ihnen ist, Sie sagen, jeder kriegt sein Fett weg und dann gucke ich mal, wer an welcher Stelle lacht, oder? Nein, nee, nee, das wäre ja zu perfide. Also das Programm ist schon perfide, aber es ist nicht so simpel perfide gedacht, dass man einfach nur provozieren will und guckt, wer fühlt sich jetzt geärgert und wer lacht. Ja, aber Sie machen Witz dann über Behinderte, dann über Juden, dann über den und dann über die und stellen dann fest, bei dem Judenwitz lachen alle außer den Juden, bei dem Behindertenwitz alle außer den Behinderten und dann sagen Sie hinterher, merkt mal, welche Solidarität oder Nicht-Solidarität ihr beim Witz habt. Ja, das ist das Motto dieses Abends sozusagen, obwohl es nochmal wiederholt nicht darum geht, plump zu provozieren und schon gar nicht Intoleranz aus den Leuten herauszukitzeln, sondern es geht um Markieren. Ne? Wo stehen wir und wie denken wir, was lassen wir alles zu, wie solidarisch und wie loyal sind wir. Und das Motto dieses Abends, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung, damit es auch gerechter verteilt ist, ist eben entstanden aus der Arbeit, die ich Jahre zuvor gemacht habe. Ich war mit Hitlers Mein Kampf, einer Lesung daraus auf Tour, ich war mit der Goebbels Sportpalastrede auf Tour und ich habe eben immer wieder erlebt, dass ich da auf sehr verlassenem Posten war, weil diese Debatten sehr energisch, hysterisch und auch periodisch wiederkehrend hysterisch geführt werden. Und dann, wenn sie zu Ende geführt wurden, steht man wieder alleine da mit seinem Anliegen um Aufklärung, mit seinem Anliegen um politische Bildung und muss diesen ganzen Stein, der runtergerollt ist, wieder nach oben schieben. Und da ist diese offensive Herangehensweise eben nicht aus der Underdog-Perspektive zu sagen, ich bin der Türke und ich erzähle aus meinem Leben und ich bleibe schön auch bei meinem Akzent und dem Stereotypen, sondern ich bin einer von euch und ich kann sehr, sehr intolerant sein und aktiv euch auch angreifen. Eine neue Form, die sehr erfolgreich ist, weil gerade die Zuschauer auch zum Denken herausgefordert werden. Sie haben ja den, ich nenne es mal Vorteil, dass Sie Witze machen dürfen, weil man bei Witzen auch immer lachen darf. Da darf man auch alles Mögliche drin verkleiden und verstecken. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch die Erklärung, warum Kabarett und Satire so gut funktionieren, weil man seine politische Unkorrektheit auch nach außen tragen darf. Und es setzen sich nicht von ungefähr 12 Millionen Leute für einen Tatort sonntags, der aus Münster kommt, weil dort der Vater kifft, der arrogante Gerichtsmediziner Witze über Kleinwüchsige machen darf. Da darf man es. Und da freuen sich unheimlich viele Leute dran. Ist Witz nicht auch verstecktes politisches Unkorrekt sein und dürfen? Ich tue mich immer schwer mit dem Wort, das darf man, weil dazu jemand gehört, der es einem verbietet.
wenn man eine aufrechte Haltung hat und eine klar transparente Haltung auch hat, dann muss man sich nicht verbieten lassen, einen Witz zu machen. Wenn man aber Gefahr läuft, sich zu verplappern und in dem Witz das eigentlich herauszubringen, was versteckt in einem lauert, dann ist der Witz nur ein Indikator dafür, dass der Rezipient richtig lag. Bei mir ist es natürlich Teil meiner Berufswelt, dass ich auch Humor bediene und Humorstrukturen bediene. Aber es ist nicht der einzige Aspekt, der in meinem Programm wichtig ist. Nee, ich frage nur danach, ob Humor nicht auch genau das Ventil ist, politische Unkorrektheit leben zu dürfen. Man sieht es ja schon daran, dass wie viele Witze bei Sexualität gibt. Ja. Also natürlich sind Witze in Ventil. Und ich glaube auch in dem Moment, also das Stichwort fiel ja verboten, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sie haben das vorhin angesprochen mit so euphemistischen Begriffen wie, was weiß ich, dass man Luftunterstützung sagt, wenn man Bombardement meint oder so. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich das nicht sagen will und nicht schreiben will als Journalist, dann darf ich das. Ja, das schreibt mir keiner vor. Das ist die eigene Blödheit des Journalisten, wenn er diesen Euphemismus nimmt. Aber sozusagen in dem totalitären Verständnis, also ist kein DDR-Journalist, oder jeder DDR-Journalist musste antifaschistischen Schutzwall schreiben statt Mauer. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, die Angst vor der Political Correctness oder einem Überhandnehmen der Political Correctness ist schlicht und einfach das, dass man sich fürchte, dass es eines Tages wirklich so etabliert ist, dass man gar nichts mehr anderes sagen darf. Und ich glaube, die ist nicht ganz unberechtigt. Wir sind nicht an dem Punkt, aber es geht schon sehr in diese Richtung. Ich muss da nochmal bei dem Darf ansetzen. Die Auseinandersetzung, die jetzt in der Figur des Hasspredigers ja kulminiert, ich weiß nicht, ob Sie das erklärt haben, aber vielleicht sei es nochmal erwähnt, ich bin ja dazu übergegangen, selbst eine Diktatur zu kreieren, nachdem ich jahrelang Diktaturen analysiert habe. Wir haben eine Religionsgemeinschaft gegründet, den Hassismus, ich bin der Hassias und wir hassen alles flächendeckend, ohne Rücksicht auf Political Correctness. Und Ihr neues Buch in Batang heißt auch Hastament. Das heißt, Hastament ist die rohe Botschaft und da wird eben alles verkündet, was vorher nicht verkündet werden durfte. Ist ein Spiel, ist Theater, sage ich nochmal ganz deutlich. Die Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, dass dieses Spiel erst zustande kommen musste, war tatsächlich eine sehr komplexe und sie war ein Ringen darum, wo setzt der Witz an, wo hört er auf, wann werde ich ernst, wo verstecke ich mich hinter der Rolle und wo kann die Rolle für mich stellvertretend agieren. Und ich habe diverse Tests gemacht und manche sind auch schief gegangen. Ich wollte Ihnen ein Beispiel über das Scheitern geben. Stefan Raab beispielsweise versucht gerade diese Gratwanderung, indem er auf der einen Seite Moderator einer politischen Sendung sein will, aber auf der anderen Seite seine Stammklientel nicht verprellen möchte, die ihn dafür kennt, dass er Witze macht, dass er ein Humorgenre bedient. Und wenn er dann über Rösler sagt, dem fallen gleich die Stäbchen aus der Hand, dann verpasst er diese Gratwanderung und wird plump und tatsächlich sogar diskriminierend. Das ist mir auch passiert und ich musste irgendwann lernen, dass wenn man sich wirklich auf die Relativierungs- und Verständnisgabe und auch das Abstraktionsvermögen des Publikums verlassen will, nur hilft, dass man eine klare Haltung hat, auch hinter dem, was man macht oder vor dem man sich versteckt. Und die habe ich, die ist nachgewiesen. Werden Sie denn angefeindet von Menschen, die Ihr Programm sehen und hinterher laufend sagen? Laufend. Ich kriege laufend Briefe. Sage ich was über Veganer, dann drohen mir Veganer mit Mord. Solange sie mich essen, Das sind die Schlimmsten. Also es gibt eine Bandbreite von Schlimmen, aber meistens sind eben Leute, die dogmatisch denken. Und ich finde, vegan sein ist ein Dogma. Sehr, sehr empfindlich, wenn es um ihren Lebensstil geht und auch darum, andere in ihrem Lebensstil zu belassen und gelten zu lassen, ohne dass man ständig Rücksicht fordert. Und da bin ich sehr vorsichtig geworden. Das Einzige, was mir aber hilft, damit gelassen umzugehen, ist die Gewissheit, dass ich flächendeckend beleidige und im Resultat und in der Summe der Reaktionen sehe, wie die Empfindlichkeiten sind. Nämlich sehr ignorant, wenn es um die anderen geht, aber sehr empfindlich, wenn es um einen geht. Da muss aber schon auch eine eigene Wut drinstecken. Also wenn Sie meinen Kampf aufführen und wissen, Sie müssen an dem Abend eine sichere Weste tragen. Ja, natürlich, das ist doch das Ding. Weil Rechte kommen und Ihnen an die Wäsche wollen. Da ist eine Form von Masochismus. Nein, drin, das ist oder? Die Wut, die ich erlebt habe, wenn ich in diesen 1500 Lesungen, die ich auf der Bühne stand, mir immer schöne Sonntagsreden anhören konnte über wir tun was gegen Faschismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Aber letztendlich stand ich alleine da nach der Vorstellung und musste Schiss haben, dass die Nazis mir einen auf die Fresse hauen. Und da habe ich natürlich vor lauter Wut geschrien, wo seid ihr alle? Wo seid ihr, die Lichterkerzen machen, die über Political Correctness in solchen Diskussionen debattieren? Wo seid ihr in dem Moment, wo ihr gebraucht werdet? Und das ist die Idee, die ich dem entgegen Sätze, dass ich heute sage, okay, ich bin nicht mehr der schreit und sagt, wo seid ihr, sondern ich bin da und ich schreie euch jetzt mal an und dann guckt mal, welche Hilfe ihr braucht, um mich zu bewältigen.